Ja, da bin ich wieder. Eine harte Woche hinter mir und habe jetzt erst wieder Zeit, mal wieder ein bisschen zu spielen, was aufzunehmen. Und im letzten Part haben wir ja das Yuno-Gebiet fertig abgeschlossen. Also sprich, wir haben alles erkundet, Nebenquests gemacht und so weiter. Jetzt Stufe 25. Immer Aufträge. 5 von 5. Story. Priscillas Plan. Karte. Da, 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 da. Berichte. Also, hier sind noch zwei Monster, worüber lasse den Gegner beim Wirken von Heilwogen nicht losfliegen und mache einen Gegner schockanfällig. Ja, aber das ist ja egal, zählt ja nicht. Wir werden uns jetzt mit Priscilla unterhalten. Wir müssen hoch. Yuffie meinte, du kennst vielleicht einen Weg. Klar, ich helfe euch. Also, Yuffie hat's rausgefunden. Der einfachste Weg rauf nach Junon führt über dieses Schiff da. Seht ihr? Von da lässt sich alles steuern. Einer von uns muss das Schiff also runterlassen. Die anderen fahren dann damit hoch. Ein Aufzug quasi. Problem, wie kommen wir rauf zum Führerhäuschen? Hochspannung steht da. Mhm. Wer versucht, darauf zu klettern, kriegt einen gewischt. Wie soll's dann gehen? Hier kommt Finny ins Spiel. Der kann nämlich voll viel. Wisst ihr... Ach, richtig. Ich erzähle euch am besten mal, wie ich ihn getroffen habe. Also, ich bin im Meer geschwommen. Und da höre ich so ein süßes Piepen. Hab's eilig. Sorry. Oh. Es tut uns echt leid. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder. Dann kannst du uns alles in Ruhe erzählen, okay? Okay, versprochen? Hier. Hm? Kennst du nicht? So, so, so geht das. Ah, verstehe. Super. Und wie... geht's weiter? Finny wird einen von euch nach oben bringen. Und zwar mit einem Riesensprung. Na, wer von euch will es probieren? Dein Metier, Alleskönner. Alleskönner. Ja, klar. Schon gut. Okay, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Folge dem Benzin. Mit Finny springen, stoße die Bälle auf dem Wasser weg. Denn das steigert Finnys Laune und sein Tempo beträchtlich. Und schnell müsst ihr sein, wenn ihr die Sprungzone und den Kran erreichen wollt. Durch Kurven geht es mit Driften, ohne Geschwindigkeitsverlust. Hüte dich außerdem vor jeglichen Hindernissen, da sie Finny bei einer Kollision verlangsamen. Driften L und R2, also quasi wie beim Chocobo-Rennen später. Okay. Boah. Cloud, viel Glück! Ja, viel Glück.
dammig. Ja, ich... Delfin-Drifting ist noch nicht so mein Ding. Ja, nee, ist schon klar. Warte mal. Das starten wir nochmal neu. Schön. Ja, puh. Wir sind nicht geschockfrostet, geschockt worden. So, wie war das jetzt? Mit R runterlassen. Das Ding saft nicht ab. Der freundliche Delfin. Oh Mann. Barrett traut dem ganzen Braten noch nicht wirklich. Danke für alles, Priscilla. Hättest doch kein Hund. Gute Fahrt. Hey! Einmal rauf, bitte! Mal rauf, bitte. Schon klar. Wir treffen uns oben!
Schließe auf zu den anderen. Gibt's hier noch irgendwas abzustäubseln? Mal ein Getränkeautomat. Eine Kiste. Super, Alter. Ich werde mein Bestes bei der Parade geben. Nicht so stark bewacht wie erwartet. Kümmern sich wohl um die Parade. Sind denen anscheinend nicht mehr wichtig genug, wie? Was sehr viel besser für uns ist, nicht? Die Stadt ist riesig. Wird schwierig, die Schwarzkutten hier zu finden. Also hier sind sie nicht. Gehen wir runter. Du. Aber noch vielleicht irgendwas? Ja. Hm. Zum Ruhme Junons werde ich die Zeremonie zum Erfolg machen. Hey Cloud, was ist das? Die Highwind. Das schnellste und modernste Luftschiff der Welt. Shinra hat viel in seine Fertigstellung gesteckt. Warum schnappen wir es uns dann nicht? Dieses Luftschiff kann nur von einem sehr fähigen Piloten gesteuert werden. Und eine Crew braucht es auch. Schade. Wäre nett gewesen. Lasst uns lieber nach einem Boot suchen. Hast du den Antrieb der Hand? Gleich fangen die Proben an. Gut so. Im Vergleich zu gestern sind... Hm? Kann ich helfen? Zur Stadt. Geht's mit dem Aufzug nach unten. Jedes Mal, wenn ich die ab nach unten. Mir wird ganz flau. Nein, nicht nötig. Lasst sie ruhig. Herein. Verdammte Faxke. Verzeihung. Ein Bote aus Wutai möchte Sie sprechen. Gouverneur Saruf schickt ihn. Ach. Er nannte sich Oberst Glenn Lodbrok, Herr Direktor. Na gut. Hm.
doch noch am Leben, ja? Eigentlich bin ich mausetot. Kommen wir gleich zum Punkt, Herr Direktor. Ich gehe davon aus, dass du die großen Pläne deines Vaters und unseres Gouverneurs weiterführen wirst. Das habe ich vor. Dann bin ich ja beruhigt. Immerhin haben wir einen Krieg anzuzetteln, vergiss das nicht. Wie du weißt, ist die Stimmung zwischen Shinra und Wutai überaus angespannt. Beide Seiten wollen die Magnus-Materia. Darüber bin ich im Bilde. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mein Vater ist nicht mehr. Und ich habe eine neue Vision. Immer noch der freche Bengel von damals, der stets seinen Kopf durchsetzen will. Sag bloß, du glaubst auch immer noch das Märchen vom verheißenen Land. Eine unerschöpfliche Gier. Ihr Shinras habt nichts als Marco im Kopf. Damit fällt ihr das Todesurteil für unseren Planeten. Ein Krieg bringt den Menschen Wut, Leid und Hass. Doch auch eine bisher ungekannte Einigkeit. Stürzt die Welt ins Chaos, hat der Planet die Chance, wieder aufzuleben. Der Planet will es so. Wir müssen ihn an den Rand der Zerstörung bringen. Da muss ich. Das Ganze war eure Idee. Also ziehen wir es auch durch. Spiel mir bloß nicht den Unschuldsengel. Gemeinsam sorgen wir für Gerechtigkeit. Ah, fast hätte ich's vergessen. Die Nachricht von Gouverneur Saruf. Meine herzlichsten Glückwünsche zur Ernennung zum Direktor. Shinra ist in guten Händen. Die zwei nehmen sich nie viel von Sympathiepunkten, kriegen die bei mir keine. Motorradstaffel, ah ja. Heute muss Junon zeigen, was es kann. Meine Frau ist ganz vernarrt in diesen neuen Direktor. Ja, er wird immer wieder. Endlich mal frischer Wind an der Spitze. Man sagt, dass das Polieren des Schutzhelms zum Aufstieg verhält. Vor allem der Abwehr von Angriffen übers Meer. Wenn es sein muss, kann sie sich in eine Festung verwandeln. Außerdem ist sie ein Drehkreuz für den Luft- und Wasserverkehr. Das macht sie für Shinra zur wichtigsten Stadt nach Midgar. Ach ja? Sag mal, kennst du vielleicht irgendwelche Restaurants oder Sehenswürdigkeiten? Damit kenne ich mich nicht aus. Verstehe. Mal wieder typisch. Eris, wir sind nicht zum Vergnügen hier. Sightseeing ist nicht. Das weiß ich doch. Ah, guck mal, dort. Alle Mann hergehört. Wir, die 7. Infanterie Midgard, werden uns die Ehrenauszeichnung des Direktors holen. Wir haben lange und ausdauernd an unserer Formation gearbeitet und werden unsere Stadt stolz machen. Jawohl! Gardisten, bis zur Parade habt ihr Freigang. Aber nutzt die Zeit auch, um die Formation nochmal zu üben. Ja!
Sie scheinen alle an der Parade teilzunehmen. Aber klar doch. Und sich beim Direktor einschleimen. Ich habe bisher ja nichts gesagt, aber es muss aus. Was denn? Rufus läuft direkt vor unserer Nase rum. Das können wir doch unmöglich ignorieren, oder? Müssen ihn ja nicht gleich abmurksen, aber ein paar Takte sagen und ihn dabei ein wenig verklappen. Ich stimme halb zu. Haben die Turks nicht behauptet, man würde uns nicht mehr verfolgen? Aber trotzdem ist der Typ auf dem Motorrad aufgetaucht. Die sollen sich mal entscheiden. Ganz deiner Meinung. Nur, ob wir so einfach an den Direktor rankommen? Es gibt einen Weg. Hä? Wir stürmen die Parade. Nein. Bei der Zeremonie wimmelt es nur so von Wachen. Gegen die alle haben selbst wir keine Chance. Wir geben uns als Gardisten aus und infiltrieren die Parade. Dadurch kommen wir unbemerkt in Rufus' Nähe. Im Ernst? Na klar. Super Idee, Cloud. Gar nicht schlecht. Barrett und Red, checkt die Position der Wachen und findet einen Weg zum Hafen. Und sucht auch nach den Schwarzkunden. Wieso wir? Ihr passt in keine Gardistenuniform. Naja, ganz stimmt das nicht, aber klingt dazu kommen wir später. Schnauze. Bis später dann. Ich suche mir erstmal eine Uniform. Warte, wir kommen mit. Genau, dann los. Hier lang. Achtung, dies ist ein Aufruf an alle Gardisten. Wir haben noch einige wenige Ersatzuniformen. Bitte nicht trödeln beim Umziehen. Gibt es hier noch jemanden? Was haben wir hier? Oh, so sind die also gebaut. Na, sollen wir? Halt! Ja. Ab hier 3 Schritte Abstand, bitte. Ist lange her. Voll hässlich, wenn ihr mich fragt. Wie richtige Gardisten. Jetzt müsst ihr euch nur noch wie welche benehmen. Sonst fliegen wir schnell auf. Macht mir einfach alles nach. Uah. Ihr wart gar nicht bei der Übung vorhin. Wollt ihr mir etwa sagen, dass ihr verschlafen habt? Bitte um Verzeihung! Bitte um Verzeihung! Ist das etwa alles? Bitte um Verzeihung? Habt ihr eigentlich den Hauch einer Ahnung, wie wichtig diese Parade ist? Bewegt eure Hinter da rein! Und wehe! Die Oberkommandantin ist nicht zufrieden. Ich schwöre euch,
Ein falscher Schritt und ich mach Behemoth-Futter aus euch! Behemoth-Futter. Was jetzt? Die Routine kenne ich auswendig. Mach mir alles nach. Ob das gut geht? Was gibt's da zu tuscheln? Oh. Los, rein mit euch! Sir! Formation! So, so. Ihr habt also das Training geschwänzt. Ihr müsst euch eurer Sache ja sehr sicher sein. Finden wir es raus. Kommt, zeigt doch mal, was ihr könnt. Aber ich warne euch. Ein falscher Schritt und ich stopf dem nächstbesten Morbol das Maul mit euch. Kapiert? Die Darbietung geben. Drücke die angezeigten Tasten, wenn die Rhythmuslinie mit der Eingabemarkierung überlappt. Je genauer du dabei vorgehst, desto stärker überträgt sich das Clouds Leidenschaft auf die Untergebenen, was die Qualität der Darbietung steigert. Art der Eingabe. Rotes Viereck drücken. Gelbes Fünfeck wiederholt drücken, blaues Sechseck gedrückt halten. Schreck. Bereit? Dann leg mal los! Drücke die angezeigten Tasten, wenn du das geht noch besser. Oh, wiederholt drücken ist immer kacke. Nochmal üben, ja, warum? Okay, auf ein neues. Bereit? Dann leg mal los. Okay, ich würde gerne nochmal. Ich habe was verstanden, was ich vorher nicht verstanden habe. Okay. Ja. Alle guten Dinge sind drei. Naja.
Jetzt kommt die Sache mit dem Halten. Halten, 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 halten. Loslassen. Halten, 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 halten. Loslassen. Und jetzt? Nicht schlecht. Yay! Ich hab's gerafft. Okay. Vollendete Bewegungen und Körperspannung. Das ist Perfektion. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Dürfte ich vorschlagen, ihn an die Spitze unseres Zugs zu stellen? Meinen Glückwunsch! Mit sofortiger Wirkung ernenne ich dich zum Kommandanten der 7. Infanterie. Du wirst ganz vorn stehen. Die gesamte Kompanie soll sich ein Beispiel an dir nehmen. Eine ehrenvolle Aufgabe, die große Verantwortung mit sich bringt. Der Sieg hängt von dir ab. Ma'am? Bevor die Parade beginnt, müsst ihr noch die Gardisten der Kompanie zusammensuchen. Also, die Einheiten sind in der Stadt verstreut. Und ihr müsst mindestens 5 von ihnen finden. Wir finden sie alle. Jeder Gardist trägt das Abzeichen seiner Kompanie am Arm. Sind alle beisammen? Begebt euch auf direktem Weg zum Paradeplatz. Und keine weiteren Verspätungen mehr. Ist das klar? Dann weggetreten! Ma'am. Ma'am. Als Kommandant der Paradekompanie ist es deine Aufgabe, die in der Stadt verstreuten Einheiten der 7. Infanterie aufzulesen. Sobald du die nötigen 5 Einheiten beisammen hast, kannst du mit L2 die Formation ändern, um einen Druck auf den großen Auftritt vorzubereiten. Welche Formation du wählst, hängt davon ab, welche Einheiten du gefunden hast. Eine gelungene Darbietung mit hoher Schwierigkeit erhöht deine Reputation. Okay. Ganz schön knapp. Glaubst du echt, dass wir mit der Parade nahe genug an Rufus herankommen? Nein, aber während der Verleihung der Auszeichnung. Die wird nämlich vom Direktor der Firma persönlich überreicht. Verstehe. Das ist ganz schön riskant, oder? Wenn schon, denn schon. Nicht wahr, Cloud? Unsere Leute mal einberufen. Genau. Die 7. Infanterie Midgards. Die mit dem Abzeichen hier, richtig? Kommt. Junon ist ein Paradies für Waffenliebhaber. Was denn? Du willst uns doch nicht etwa den limitierten Bausatz wegschnappen? Alter, guck dir seinen Helm an!
Kommandant, ich bin untröstlich. Genug gefaulenzt. Raus, sofort. Verstanden! Die Waffen aus Junon sind erste Sahne. Herr Kommandant, wie wär's mit einer neuen Waffe? Herr Kommandant, ich schwinge mein Fähnchen für Sie. Du musst fester drücken. Heute werden sicher auch eine Menge Menschen aus... was gibt's denn? Den Helm kenne ich doch. Leute, das ist unser Kommandant! Salutiert! Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Jawohl! Die heftigen Preise in diesem Laden hätten... Wo ist der nächste Stempel? Das hier ist Süd-Junons traditionsreiches Geschäft. Ob man vom Fenster aus die Parade sehen kann? Herzlich willkommen! Willkommen in der Junon-Filiale der Zauberfibel. Auch diese Woche freuen wir uns wieder, Ihnen unsere persönliche Buchempfehlung geben zu dürfen. Meine derzeitige Nummer 1 ist definitiv der Roman Der letzte Flug. Die Story ist so mitreißend, dass man an nichts anderes mehr denken kann. Eine tragische Romanze zwischen einem Mitglied der Luftwaffe und seiner Kommandantin. In der Szene, in der sie ihrem Liebsten befiehlt, in den Kampf zu ziehen, braucht man packungsweise Taschentücher. Hey! Ich bin hierher gekommen, um mir ein Buch zu kaufen. Was denn sonst? Vielen Dank für Ihren Besuch. Was hältst du von dieser Brosche? Das hier sind sehr dezent Freundin? Klar, wird ihr sicher... Kommandant, Sie kommen genau richtig. Ich bin gerade dabei, ein Geschenk für meine Freundin auszuwählen. Welche der Broschen spricht Sie mehr an? Die mit den Maschinengewehren oder die mit den Bajonetten? Du bist echt dermaßen peinlich. Beachten Sie ihn gar nicht. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Eure Pause ist vorbei. Ab nach draußen. Jawohl! Was? Mit den Accessoires aus diesem Laden? In Ruhe umschauen lohnt sich. Für die Qualität bürge ich. Sind sehr dezent gehalten. Die Atmosphäre des Ladens. Die Parade ein Erfolg. Herzlich willkommen. Ja. In der Zauberfibel. Vielen Dank für Ihren Besuch. Hab ja nichts gekauft. Die nicht von meinem Verein? Da lässt sich keiner ansprechen. Mit welchem Gefühl gehen Sie heute auf den Paradeplatz? Ich kann mit Stolz sagen, dass die siebte... Ach, Entschuldigung. Wir sind mitten in einem Interview. Oh. Kommandant, Sir! Ach, Sie sind der Kommandant? Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Aber das passt ja wunderbar. Dürfte ich Sie wohl um ein kurzes Interview bitten? Die Auszeichnung ist hart umkämpft. Mit welcher Strategie planen Sie, Ihre Kompanie zum Sieg zu führen? Tja. Oh, Sie sind so klug, Kommandant. Wir dürfen unsere Strategie natürlich nicht so einfach preisgeben. Die ist schließlich geheim. Die Pause ist um. Auf geht's zum Paradeplatz. Mir nach. Sir! Sie
sich während der Arbeitszeit in der Kaserne zu verstecken, das ist Adrenalin pur. Ich freue mich vor allem auf die Motorradstaffel. Hat sich der neue Direktor eigentlich bisher die ganze Zeit herumgetrieben? Hat sich bestimmt die Welt außerhalb Midgars angesehen. Nun, Reisen bildet schließlich, nicht wahr? Schon, aber dafür hat er sicher keine Ahnung, was seine Truppen aus Midgar drauf haben. Zeigen wir ihm doch mal, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Wir sind gerade mitten in einer Übung. Oh, Herr Kommandant, ich bitte um Entschuldigung. Das Training ist vorbei. Zeit für unseren Auftritt. Folgt mir. Jawohl! Interessant. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Gruppe von 10 Mann zusammenzusuchen. Die Ehrenauszeichnung wird sich Junan holen. Herr Kommandant, habt auf einen fairen Wettkampf um die Ehrenauszeichnung. Haben Sie etwas Interessantes gefunden? Zeigen Sie mal her! Ich brauche... Vorhin ist Direktor Rufus Schindler auf dem Flughafen von Junan gelandet, wo er von einem riesigen Aufgebot... Die Ehrenauszeichnung des Direktors holt sich Junan. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass... Kommandant? Sir! Bitte um Erlaubnis zu sprechen, Sir. Bitte verraten Sie uns, in welcher Formation wir heute bei der Parade antreten. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber macht euch nicht zu viele Gedanken. Als euer Kommandant habe ich alles unter Kontrolle. Verstanden? Dann raus mit euch! Jawohl! Sir! Okay, also man kann doch alles suchen. Ich dachte, dass es mit 5 erledigt wäre. Aber scheinbar kann ich tatsächlich alle 10 suchen. Hier vorbei ist, werde ich... Was ist? Siehst du nicht, dass wir gerade beschäftigt sind? Sein Helm! Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung, Kommandant. Genug gefaulenzt. Raus, sofort! Jawohl! So, 7. Also noch 3 Einheiten. Drei Einheiten fehlen noch. Be so complete hero. Ich will nach Möglichkeit mal alle haben. Der Flughafen von Junan gelandet, wo er von einem riesigen Aufgebot in Empfang genommen wurde.
zur Stunde begibt er sich nach Ojunon, wo er den Rad beim Tut mir leid, aber der Durchgang ist gesperrt. Zivilisten haben hier nichts zu suchen. Listen, hallo, ich bin Kommandant. Glatzkupfer ein. Da unten finden wir auch noch welche. Nur wer keine Haare hat, ist hier zugelassen. Steht es in den Regeln. Also? Könnte es sein, dass ihr etwa keine Glatzen habt? Moment! Dieser Mann ist unser Kommandant. Sir, in dieser Bar herrschen besondere Regeln. Helme sind hier nicht erlaubt. Eure Pause ist vorbei. Alle nach draußen. Sir, verstanden! Juicy. Oh, noch zwei. Wirklich beeindruckend, Red. Sie ist beinahe wieder ganz die alte, seit wir Midgar und das Marco hinter uns gelassen haben. Auch diesem Ort möchte ich schnell den Rücken kehren. Ja, ich merke schon. In Uniform. Nichts Ungewöhnliches. Ach, ihr seid das. Erschreckt mich doch nicht so. Hey, Barrett. Ahoi. Lacht nicht, denn was anderes habe ich nicht gefasst. Macht doch nur Spaß. Ich habe einen Weg zum Hafen gefunden. Und bei euch hat wohl auch alles geklappt. Ja, läuft besser als gedacht.
Fehlt nur noch die Auszeichnung. Gar nicht mal schlecht. Dann wünsch uns Glück. Der ganze Weg zum Hafen ist übersät mit Gardisten. Da muss ein Nest sein. Solange wir in unserer Aufmachung rumrennen, wird uns schon keiner bemerken. Ja. Nun ist also der Spross des Direktors an der Spitze des Konzerns. Das ist sie also. Junos Makokanone. Ich habe schon so viel über sie gelesen. Dann weißt du sicher auch. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal alle gesammelt habe. Also mir fällt jetzt gerade nicht wirklich ein, wo ich noch welche einsammeln könnte. Kriegt er jetzt den Kreis nicht mehr angezeigt, oder? Also wir müssen eigentlich hier hin, um das Dingsbums zu starten. Aber ich will ja, wie schon gesagt, alle Gerichten. Junon statt. Ihr solltet euch wirklich beeilen. Nicht, dass sie am Ende noch ohne euch anfangen. Na, wird schon. Oh. Aber ohne die Kiste gehe ich natürlich nicht. Gucken. Hier vielleicht noch irgendwelche Gardisten zum Mitnehmen? So, all you can eat zum Mitnehmen. Immer hier war. Hier war ja der Test mit Ohrschnüsselnsel. Ach, keiner da. Ja, das sind die, die wir schon haben, ich weiß. Sir, willkommen zurück! Willkommen zurück! An so einem Ort zeigt sich der Charakter einer Militärstadt. Ist hier noch irgendwo Gardisten, die wir einsammeln können? Die haben wir ja angefangen. Die ersten einzusetzen. Ich werde die Truppe aus Midgar ordentlich ab. Langsam wird es richtig. Zum Amtsantritt ist. Wieso ist da kaum Farbe? Wahnsinn! Es gibt sogar ein Sondermodell zum Amtsantritt. In jeden fucking Laden rein und gucken. Materia ist. Materia einsetzen kann. Ich suche ein passendes Geschenk zum Hochzeitstag. Gardisten. Einkaufszentrum Erdgeschoss. Herzlich willkommen! Die Fibelinchen können einem alles über Bücher erzählen. Wenn ich noch ein paar Punkte umwandle, wenn wir schon mal da sind. Charme, stimmt's? 10. GP-Boost. Windige Verkettung. Konzentriertes. Von. Ja, nehmen wir das. Herr Kommandant,
Beehren Sie uns bald wieder. Ich bin hierher gekommen, um mir ein Buch zu kaufen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich habe gehört, dass der Ladenbesitzer mal ein Soldat war. Ob das stimmt? Die Atmosphäre des Ladens gefällt mir. Ja, das sind... Herzlich willkommen! Sind wir von hier oben gewesen? Chatley, du hier? Mir ist es ehrlich gesagt egal, ob Junon oder Midgar die Auszeichnung holt. Mir fehlen noch zwei Trüppen. So fucking Trüppen, dass sie hier auch keine ansprechen kann zum Mitnehmen. Da will ich nicht gestört werden. Oh, hallo. Kann ich helfen? Analyse läuft. Oh, ein Treffer. Cloud? Wie siehst du denn aus? Nein, warte. Sag nichts. Sicher gibt es einen guten Grund, warum du die Uniform eines Gardisten trägst. Vielleicht ist es besser, wenn ich nicht mehr darüber weiß. Womit kann ich Ihnen zu Diensten sein, Kommandant? Oh, Materialien-Menü. Mal gucken, was gibt's denn? Wir haben... davon... Gewitterluft. Ja. Synergiestände, ATB-Shop. Alles ausverkauft. Alles ausverkauft. Gegenstände ohne ATB-Verbrauch einsetzbar. Noch dreimal bis zur Wiederaufladung. Wenn der Einsatz ohne den Verbrauch von ATB-Einheiten möglich ist, leuchtet Gegenstände im Kommentarmenü auf. Gegenstände ohne ATB-Verbrauch einsetzbar. Aha. Ah. Okay. Man weiß nie, was auf einer. Warte mal. Ausrüstung Materie. Ich würde mal sagen, Gewitterluft, ne? Hier, Gewitterluft kriegt sie. Behandeln. Heilen, Auto, Spezialfähigkeit. FP-Bus, Materia. Ja, damit wird ja heilen, dann geboostet. Arrows. Gewitter, Heilen, Feintechnik. Stehlen, Erstschlag, Gebet. Er hat Heilen, Blut und Frost, Glücksboost, Stehlen, Analyse, Red, Toxin, ich weiß nicht, Toxin ist irgendwie... Blut, Meister der Gegenstände. Hier, Meister der Gegenstände und Meister der Gegenstände.
Aha. Hier ohne ATB-Verbrauch und da verbesserte Wirkung. Ja, klar. Hm. Perfekt. Falls alles passieren kann, sei also vorsichtig. Ich wundere mich tatsächlich, dass ich jetzt hier niemanden zum Einsammeln kriege. Das ist ja schließlich der Schlafplatz der Leutchens. Ich war hier noch nicht. Nö. Im Keller war ich ja schon, ne? Ja, hier hatte ich welche eingesagt. Für den neuen Direktor haben wir von Gedenkmünzen bis zu Produkten für den... Man sagt, dass das Problem... Kommandant, es ist mir eine Ehre. Aber wir werden uns nicht zurück... Wir haben von Juno gelandet, wo er an diesem Aufgebot in Empfang genommen wurde. Denke. Hier oben hatten wir ja auch schon welche eingesammelt. Und stand hier. Geh mal gucken. Hier unten hatten wir ja auch schon welche eingesammelt. Und die Glatzkopffamilie eingesackt. Jetzt? Seid ihr bereit? Nein, halt! Ich bin viel zu aufgeregt. Oh, das nenne ich Timing. Dürfte ich Sie wohl bitten, ein Foto zu schießen? Einfach draufdrücken! Ist um. Auf geht's zum Paradeplatz. Mir nach. Jawohl! So, dann fehlt ja bloß noch eine Truppe. Warst du schon in diesem einen exklusiven Club? Die hier irgendwo noch rumliegen, weil drüben haben wir jetzt alles zweimal abgeklappert. Stoßen wir nach unserem Sieg zusammen an. Zum Wohl! Ah, drin haben wir alles abgeklappert. Und ihr aus Midgard, ich zähle auf euch.
Wir sind stets bereit. Stets bereit! Ja, also da ist unser Ziel. Aber ich brauche noch eine Puppe. Eine Puppe brauche ich nicht. Warte, das sieht gut aus, oder? Die Makrokanone ist ja riesig. Das ist sie also. Hey, ah, super. Du nicht, das ist störst? Die letzte Puppe. Das ist unser Kommandant. Puh, bitte um Verzeihung. Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Jawohl! Puh, doch alle gefunden. Du hast alle Einheiten gefunden. Erstatte den Oberkommandantenbericht. Kompanie angetreten. Okay, habe ich wenigstens auch noch die Trophäe dafür bekommen. Habe ich alle Leute gesackt. Eingesammelt. Die 7. Infanterie Midgars meldet sich zum Dienst. Diesmal nicht verschlafen, was? Die Parade beginnt in Kürze. Ich hoffe, du bist bereit. Formation ändern. So. Schwierigkeitsgrad 3 Sterne. Bonus für Formation 2. Mal üben. Okay, auf ein neues! Sir. Bereit? Dann leg mal los! Siebte Infanterie mit Gas! Achtung! Was ist denn? Naja, klaut und reden. Wir sind heute hier. Und die Augen der Welt sind alle auf uns gerichtet. Und deshalb... Dürfen wir Midgar... Dürf,
dürfen wir unsere strahlende Stadt nicht enttäuschen. Scheitern kommt nicht in Frage. Und das werden wir nicht. Klar? Wir haben den besten Kommandanten. Und er wird uns zum Sieg führen. Also schaut zu ihm auf und seid guten Mutes. Nicht wahr, Sir? Ja. Sag doch noch was. Vertraut mir. Wir werden den Sieg davontragen und mit ihm die Ehrenauszeichnung. Das ist heute unser erklärtes Ziel. Jawohl! Niemand kann uns schlagen. Jawohl! Holen wir uns den Sieg! Jawohl! Kommandant, es wird Zeit. Auf nach Nord-Junon. Sicher. Erst kam er nicht aus dem Knick und dann macht er einen auf die dicke Hose. Wann wurde sie zuletzt abgefeuert? Vor 5 Jahren, Sir. Heute wäre auch ein guter Tag. Aber Sir... Sir, auch Salutschüsse bei Festlichkeiten stehen außer Frage. Denkt an das Waffenstillstandsabkommen mit Wutai. Na und? Eine neue Zeit ist angebrochen. Verkünden wir es. Großartig, Sir. Das gefällt mir. Ein Überraschungsfeuerwerk wird die Zuschauer entzücken. Sir, es ist an der Zeit. Eieiei. Ich habe jetzt ganz schön hoch die Latte gelegt. Ich habe auch 3 Sterne geschraubt. Und ich habe es im Privaten nicht so gut hingekriegt, aber da wusste ich auch nicht, dass man bei Drücken wirklich drücken soll. Hallo, wir befinden uns hier in Nord-Junon. Schauen Sie nur, begeisterte Gesichter, einfach überall. Die Menschen haben sich heute hier zusammengefunden, um unseren neuen Direktor zu begrüßen. Und hier kommt die Motorradjacke. Atemberaubend, Perfektion auf 2 Rädern. Und nun, der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Shinras frischgebackener Direktor. Die Menge tobt. Nanu? Was passiert jetzt? Abschuss bereit, Sir. Gut. Läuten wir eine neue Ära ein. Feuer! Das war unglaublich. Aber das kann doch nicht sein. Kam dieser Schuss wirklich? Ja, aus Junons Kanone. Oh. Uns immer noch in Nord-Junon. Hier startet gleich die letzte Kompanie. Begrüßen Sie mit mir die 7. Infanterie Midgars. Der Kommandant der Kompanie wirkte sehr überzeugt. Sie wollen die Ehrenauszeichnung des Direktors für alle, die gerade in Midgar zuschauen. Und nun erwarten wir ganz gespannt Ihre Darbietung. Richten Sie Ihre Augen auf die 7. Infanterie Midgars. Links! Come!
mir? Schnauze! Los! Sie sollten lieber noch mal von vorne beginnen. Sie machen auffällig viele Fehler. Okay, ich hab's verstanden. Erneut versuchen. Ja, bitte. Ich war nicht drauf gefasst, dass so viele verschiedene... verdammt, ich muss den ganzen Mist jetzt nochmal anhören. Ja. Kann ich das jetzt überspringen? Ja, kann ich. Okay. Immer das... Links. Sehr schön. Um. Formation! Bravo! Da ist noch Luft nach oben. Man spürt den engen Zusammenhalt der Truppe. Sie machen auffällig viele Fehler. Letzte Darbietung! Los! Man fühlt doch noch eine gewisse Anspannung. Was? Die Truppe wirkt völlig kopflos. Mir fehlt es ein wenig an Geschmeidigkeit. Eine solche Darbietung habe ich auch noch nie gesehen. Haben die überhaupt trainiert? Halt doch die Klappe! Soeben die erste Darbietung der 7. Infanterie Midgars. Und nun schauen wir uns doch einmal an. Okay, mehr Daumen nach oben als nach unten. Das ist ja schon mal gut. Also, wie sieht es aus? Man spürt, wie viel Potenzial in dieser Kompanie steckt. Das war doch eine sehr solide Leistung. Dieses Ergebnis lässt wirklich hoffen. Amu ist auch wirklich die schwerste mit den ganzen Tipi. Okay. Erste Darbietung, los! Man merkt ihnen das Training an. Einwandfrei aufeinander abgestimmt. Das ist unfassbar. Formation, Shiva! Keinerlei Übereinstimmung. Halt die Klappe! Ich hasse dich! Scheiß Kommentator! Das sieht gut aus. Ganz und gar fantastisch. Letzte Darbietung. Los! Ich kann wirklich keine Fehler entdecken. Die Kommandos sitzen perfekt. Ob die Gruppe versteht, was ihr Kommandant sagen will? Schnauze! Sie sahen soeben die zweite Darbietung der 7. Infanterie Midgars. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Gut. Daumen nach oben sind immer noch gut. Wie sieht es aus? Einfach grandios. Eine derart formvollendete Darbietung sieht man nicht alle Tage. Ich denke, wenn jemand diese Auszeichnung verdient hat, dann ist es diese Kompanie. Ja, eine eine Dings haben wir noch. Bahamut, ach du Scheiße. Die Truppe wirkt sehr ausgeglichen. Kompanie! Knackig und zackig. Marsch! So soll's sein. Ich traue mich kaum zu blinzeln. Welch leichtfüßige Bewegungen. Scheiße! Falsche Taste. Kompanie! Halt! Formationswechsel! Kacke. Ich sehe da einiges an Potenzial. Letzte Darbietung! Los! Letzte Darbietung, los! Okay. Sie machen sich nicht schlecht.
Darbietung habe ich auch noch nie gesehen. Vielleicht nur 8. Das dürfte noch mal ordentlich die Daumen nach oben pushen. Und damit haben wir alle Darbietungen des heutigen Tages gesehen. Entschuldigung. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Boah, über 14.000 sind unzufrieden, dafür 91.000. Ein schöner Abschluss der Parade. Und nun fragen sich alle, ob Rufus Shinra die Darbietung auch zugesagt hat. Wir sind gespannt. Nein, kein Problem. Sie haben uns nicht bemerkt. Ich werde etwas mit Ihnen plaudern. Kümmer du dich um die Schwarzkunden. Verstanden, Sir. Die Pause ist um. Ihr verfolgt die Schwarzkunden. Es war diese Parade ein voller Erfolg. Man hat förmlich gespürt, dass euer Herz für Shinra brennt. Davon konnte sich unser neuer Direktor überzeugen. Ich freue mich, die Sieger hier zu uns aufs Podest zu holen. Jede Darbietung war herausragend. Doch am Ende kann nur eine Kompanie die beste sein. Der Preis für die gelungenste Darbietung geht an... die überragende Motorradstaffel. Naja, ich frag mich ernsthaft, ob man die schlagen kann. Vielleicht mit einer perfekten Darbietung der Sieg gehen könnte die... Die Firma verdankt meinem Vater viel. Er war es, der Shinra von einem einfachen Waffenhersteller zum Weltkonzern hat aufsteigen lassen. Ohne ihn hätten wir niemals so sehr von Marco profitieren können. Wir alle verdanken ihm viel. Gedenken wir seiner daher zuerst. Die Welt verfolgt gespannt das heutige Geschehen. Sicher fragen sich einige, ob denn so ein Jungspund wie ich wohl einen geeigneten Nachfolger abgibt. Doch, ich schwöre bei meiner Ehre, Shinras Glanz ist gemacht für die Ewigkeit. Wir stehen heute vor vielen großen Herausforderungen. Die Welt ist im Umbruch. Mutig schreiten wir voran. Und schließen damit endgültig mit der Vergangenheit ab. Den ersten Schritt tun wir heute. Nur ich kenne
kenne den Weg. Ich möchte, dass ihr mir folgt. Denn ich führe euch ins verheißene Land. Für dieses Ziel bin ich bereit, alles zu geben. Irgendwie ein bisschen wie Putin, wenn er mich fragt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und ihr ebenso. Ich weiß, ihr seid bereit für eine neue Weltordnung. Kommen wir zur Ehrenauszeichnung. Sie geht an die 7. Infanterie Midgards. Als Vertreter eurer ganzen Kompanie bitte ich euch drei nach oben. Das ist ein Befehl. Aber arbeiten will ich für ihn. Hatte etwas wirklich Außergewöhnliches an sich. Die Ehrenauszeichnung geht verdient an die 7. Infanterie Midgards. Glückwunsch! Und da stehen Sie nun. Mit Stolz verdienen Sie die Waffe des Kommandanten. Sicher sind Sie in der Ich möchte etwas mit den Dreien besprechen. Beende die Übertragung. Los! Bewegt euch gefälligst! Dass sie durchlaufen haben? Und dass es sich am Ende ausgezahlt hat? Oh. Was ist denn jetzt los? Sorry, ich muss hier mal durch. Warte. Dort. Oh. Juppie. Hey, hey. Was wird das denn? Bei einem festlichen Anlass wie diesem braucht es doch keinen Helm, oder? Cloud Strife. Doch. Ich muss sagen, großartiger Auftritt. Aber das war ja zu erwarten. Ihr seid doch... Zurück. Aber Sir, das... Von so einem Jungspund zurückgewiesen zu werden, das sieht richtig hart Nerven. Cloud Strife. Ich habe in deinen Akten gestöbert. Ziemlich interessanten Lebenslauf hast du. Gefällt mir. Deswegen schlage ich dir hiermit einen Handel vor. Für mich hat der Wiederaufbau Midgars oberste Priorität. Wenn die Bevölkerung noch weiter leiden müsste, wäre das ein allzu großer Gesichtsverlust für Shinra. Um mich ganz darauf konzentrieren zu können, möchte ich mich aller anderen lästigen Pflichten weitgehend entledigen. Im Klartext? Mein Vater hat mir eine Vielzahl an Aufgaben hinterlassen. Zum Beispiel die Wiederbeschaffung einer gewissen Zetra. Die Bergung verschwundenen Forschungsmaterials. Sowie Avalanche endlich das Handwerk zu legen. Ich kann gar nicht sagen, wie lästig mir all das ist. Ich möchte mich nicht damit befassen müssen. Heißt das, dass ihr uns nicht mehr verfolgen werdet?
Genau. Die Wut der aufgebrachten Bürger lässt sich allerdings nicht bändigen. Haltet euch daher lieber von Midgar fern. Werde ich nicht mehr gebraucht? Bei Shinra weht ein neuer Wind. Und was willst du? Sag schon. Dass ihr Sephiroth erledigt. Shinra hat dieses unsägliche Monster einst erschaffen. Es muss verschwinden. Aber es fehlt uns an Personal, um diese Kreatur endlich auszulöschen. Also, was sagt ihr? Einverstanden. Habt ihr bereits eine Spur? Wir folgen den Schwarzkutten. Ein guter Plan. Diese Schwarzkutten, sind sie... Sagen wir, sie sind Schatten von Sephiroth. Deswegen wollen sie auch alle zu ihm zurückkehren. Sagt jedenfalls Professor Hojo. Ja. Wir erinnern uns, Yuffie hat ein Attentat auf Rufus vor. Deswegen verkleidet sie sich auch als Mokri. Scheiße. Hast du gesehen, wo die Ninja-Göre hin ist? Keine Panik. Wir finden sie. Ich sehe sie. Hey, hey. Sie wird doch nicht etwa... Eine Kaffeebohne. Zur Concentration. Das ist... meine Rache. Das Attentat auf Rufus. Shinras neuer Direktor steht ziemlich weit entfernt. Um sie ihn zu treffen, wirst du äußerste Konzentration benötigen. Fokussiere deinen Geist, indem du mit L die Zielkreise in Einklang bringst und mit X bestätigst. Dieser Vorgang musst du wiederholen, bis deine Hand ruhig genug für den entscheidenden Wurf ist. Konzentrier dich, Yuffie! Dann haben wir eine Abmachung. Haltet ihr euch auch dran? Nicht, dass uns irgendwann wieder die Turks oder Hojo auf den Fersen sind. Immer schön. Ja, ihr habt mein Wort. Genau so. Jetzt kommt's drauf an. Tu das nicht! Runter! Wachen, sofort hierher! Darf ich das als eure Antwort verstehen? Nein, das war... Keine Ausreden. Das bereut ihr noch. Sir, weg hier! Los, steht hier gut. Findet den Attentäter! Das war Yuffie, oder?
Glaub ja. Was jetzt? Wir müssen verschwinden. Cloud! Was ist mit Hofers? Na, abgehauen. Und was jetzt? Ich habe die Schwarzkutten gesehen. Auf dem Weg zum Hafen. Dann hinterher. Die Stadt ist abgeriegelt. Überall Wachen. In den Uniformen fallen wir nicht auf. Ihr geht voraus zum Hafen. Ich bleibe hier und kümmere mich um die 7. Infanterie. Alleine? Ganz sicher? Ja, so komme ich schneller voran. Kommandant! Bis dann am Hafen. Sir, Befehle? Ich habe Neuigkeiten. Der Attentäter flieht Richtung Südjunon. Nehmt unverzüglich die Verfolgung auf. Ich informiere inzwischen die anderen Einheiten. Nichts für ungut, Sir, aber der Attentäter und seine Gefährten besitzen Shinra-Uniformen. Sie haben sich wohl getarnt, um nicht aufzufallen. Allein ist es zu gefährlich. Wir müssen zusammenhalten. Die 7. Infanterie mit Gas lässt niemanden zurück. Aber der Feind ist unter uns. Wir können niemandem vertrauen. Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Ja. Okay, danke. Vertraut ganz allein euren Kameraden. Zuerst müssen alle Einheiten informiert werden. Dann suchen wir zusammen den Attentäter in Südjunon. Mir nach. Jawohl! Da sehe ich ein Automaten. Kämpfe im Verbund mit der 7. Infanterie. 5 Elitekämpfer der 7. Infanterie Midgard schließen sich dir auf deinem Weg zum Hafen von Jünon an. Um ihren Kommandanten zu schützen, stützen sie sich unerschrocken in den Kampf. Selbstverständlich erleiden sie dabei genauso Schaden wie du. Im schlimmsten Fall bis zur Kampfunfähigkeit. Achte auf ihre verbleibenden TP und rette so viele deiner Männer wie möglich ins Ziel. Was haben wir denn hier? Eine Kiste? Runenschwert, das finde ich gut, das finde ich gut. Cloud. Die hat er ja nur gemeißelt und hier kann ich ihnen einen Gegenstand mehr. Da würde ich doch. Blau. MP Einsparung? Wie habe ich die gekriegt? Aha. Da. Meister der Gegenstände. Ohne ATB-Verbrauch. Einzelteilschaden. Erhöht den erlittenen Schaden bei Angriffen auf einzelne Körperteile um 5%. Mache ich hier. Na, wo müssen wir jetzt hin? Runter. Lass mich mal. Genau so.
verschwendet. Ja! Gegenstände, Heiltrank. Inzwischen unsere Ränge infiltriert hat? Das würden wir niemals erlauben. Jawohl! Verdächtige Person. Dann mal los. Wo muss ich denn eigentlich hin? Wir sind von da hier gekommen. Wir müssen, glaube ich, hier lang. Irgendwelche Informationen zum Angreifer? Soll in Richtung Südjunon geflohen sein. Mehr weiß ich auch nicht. Verstanden? Hier, vielleicht brauchen Sie es. Soll ich Supertränke?
so gut wie erledigt. Das war's! Klar, Blitz ist wirklich einfach. Klar. Mich nicht dabei. Gegenstimmende Heiltrank. Friss! Ja! Das war's! Abtür! Das sollte reichen. Sir, ich denke, es sind inzwischen alle informiert. Wir sollten auf Nummer sicher gehen. Jawohl! Ihr kommt doch gleich auch noch mal. Das stehen wir durch. Das war's. Haben wir noch mal Gegenstände? Waren noch nicht auch Anfahrer von so einem Kram? Bitteschön. Viel Spaß damit!
eine Ruhepause, dann nehme ich den. Die Arena. Verschweigst mir einfach, dass du an der Parade teilnimmst, mein Freund. Die Motorradstaffel passt doch viel besser zu dir. Sieh an. Dein Fräulein hat dich wohl sitzen gelassen. Pass auf, was du sagst. Mein Freund mit Gänsefüßchen. Wer sind die denn? Na, unsere Fans. Wusstest du etwa nicht, dass unsere Treffen inzwischen legendär sind? Bleib zurück. Sir. Du glaubst ja gar nicht, wie lange ich diesem Augenblick entgegengefiebert habe. Und dir geht es doch sicher genauso. Dann bringen wir es schnell hinter uns. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Zuerst brauchen wir die richtige Musik. Warte mal, Analyse. Gar nicht mal so verkehrt. Nur kein Über. Dann hat man schon mal Gelegenheit. Okay, er ist gegen Feuer anfällig. Feuer, also Flammen sie. Klaut! Ein wahrer Kampf ohne das richtige Publikum! Meinst du nicht, mein Freund? Los! Jetzt halten wir den Leuten mal richtig ein! Und tschüss! Jetzt.
Das war's dann. Sitzi-Schlitz. Mir scheint, du wirst mit jedem unserer Treffen stärker, mein Freund. Wer ist der Nächste? Na, na. Das war ein Kampf nur zwischen uns beiden. Mein Freund verdient einen... Salut! Deine Leute, wie man es von einem Kommandanten erwarten würde. Bin stolz auf dich, mein Freund. Auch ich habe eine Einheit unter mir und weiß, wie das ist. Du verdienst Respekt. Deine Männer lieben dich und das gehört belohnt. Das ist für dich. Schlüsselanhänger, Elixier und... Dumpy Plüschtier für die Sammlung. Und nun, hau schon ab. Der Aufzug wartet und damit der Weg zum Hafen. Sicher? Klar, ich komm dir nach. Versuch's doch. So, ja, da gibt's noch was. Jetzt haben wir aber erstmal auch hier die Kisten ein und hier, was hier sonst noch rumliegt. Kiste. Jetzt wird's dramatisch. Ihr geht schon mal vor nach Südjunon. Bekommen wir keine Erklärung, Sir? Zu dem Typ auf dem Motorrad? Der ist... ziemlich lästig. Ist uns aufgefallen. Was wir wissen wollen ist, warum sie versuchen, uns loszuwerden. Sind wir ihnen denn etwa so sehr im Weg? Oder könnte es sein, dass sie in Wahrheit der Attentäter sind? Ich wollte euch nicht täuschen. Tut mir leid. Bitte verzeihen Sie! Das war nur ein Scherz! Sie können nicht der Attentäter sein. Das war doch eine Frau. Aber wir haben verstanden. Wir sehen
dass Sie unbedingt alleine weiter wollen. Es tut uns leid, dass wir gestört haben. Bitte um Verzeihung! Nicht doch. Alles in Ordnung. Es war Ihre Führung, die uns zusammengebracht hat. Sie haben uns den Sieg ermöglicht. Dabei kennen wir uns ja eigentlich noch gar nicht so lange. Ich habe das Gefühl, nur dank Ihnen sind wir eine echte Einheit geworden. Das geht mir genauso. Wir waren wirklich großartig. Und es tut mir sehr leid, aber hier trennen sich unsere Wege. Sir, wir sehen uns doch wieder? Ja, sicher. Physikowski, Jungsi. Da ist unser Schiffchen nach Costa del Sol. Und guck mal, was ein Auto hier auch rumsteht. Kommt Schokobo, Dingsbums, Bill. Immerhin ist dem Direktor nichts passiert. Könnte das Schiff nicht mal langsam ablegen? Also, der scheint ja eine ganze Filiale zu haben mit diesen Schokobo, Auto, Dingsbums. Okay? Ja, ja. Ja. Gut, na dann. Ich hoffe, ihr seid alle bereit für eine lustige Seefahrt mit den Jungs da. Okay, nächster. Sie überprüfen alle. Was nun? Hinten rein! Wir gehen hinten rum. Shenra wird den Kahn schon über Wasser halten. Hm. Kann ich euch helfen? Wir haben bei der Parade die Ehrenauszeichnung gewonnen. Und mit ihr eine Überfahrt nach Costa del Sol. Der Direktor selbst hat uns das zugesagt. Davon habe ich nichts gehört. Der Direktor hat eben viel zu tun. Gehören die da auch zu euch? Hm. Wo kommen die denn her? Kapitän, wir brauchen sie sofort an Deck. Da prügeln sich welche. Na, die Fahrt kann ja heiter werden. Die zweite Klasse ist frei. Wir haben äußerst feine Gesellschaft an Bord. Also benehmt euch entsprechend. Und du wirst mir schön arbeiten. Ei, Sir. Der Hund muss in den Frachtraum. Verstanden. Alles gut. Hauptsache, wir können an Bord. Ablegen! Alles klar, Schiff! Halt, stopp! Warte, gefällig! Nee, auf dich nicht! Kiri, kannst da bleiben. Tschüss. Hört ihr mich? Ich bin mit hier geblieben. So ein Mist, das kommt mich an. Wer zu spät kommt, der beschreibt das Leben. Eine Schifffahrt mit Hindernissen, Kapitel 5.
Ah, auf Costa del Sol freue ich mich. Da ist es richtig schön warm. Tropisches Klima. Oh, Madame Massage ist auch dabei. Die Haare sind geil. Diese Jugend. Unerhört. Die Luft schmeckt anders hier, nicht wahr? Welten besser als in Midgar. Keine Frage. Ja, und mir unser Bienchenkönigpalast. Gar nicht übel. Ich sehe mich mal etwas um. Ich dachte, der soll in den Frachtraum. Oh, also mit solchen Pranken und Zähnen würde ich mich ja nicht an so ein Tier rantrauen. Der erinnert eher an ein Wildtier, nicht an einen Hund. Ich dir. Erzähl gern weiter, wenn du magst. Okay. Wir kommen zum spannenden Teil. Oh oh. Ist noch was Schlimmeres passiert? Vorhang auf. Für meine erste Liebe. Ja, dann leg los. Ach ja, die Mädels. Wir sind's. Erzähl's mir ein andermal. Irgendwas gefunden? Die Schwarzkurten sind alle in der zweiten Klasse. Von Verfolgern keine Spur. Kein Grund mehr, sich zu verkleiden. Wirklich? Dann noch ein letzter Salut. War eine Ehre. Cloud hat sich schon umgezogen. Rufus Vorschlag. Also, die Ninja-Göre hat zwar alles 1A versaut, aber ehrlich gesagt, bin ich ganz froh drüber. Shinra bleibt Shinra, egal wer den Laden führt. Mit denen verhandeln wir nicht. Verehrte Passagiere, willkommen auf der Shinra 8. Hier spricht Ihr Kapitän Titov. Unser Schiff befindet sich planmäßig auf der Überfahrt nach Costa del Sol. Bitte versüßen Sie sich die Zeit an Bord mit unseren zahlreichen Annehmlichkeiten. Unter anderem erwartet Sie die Möglichkeit, an einem Blut der Königin-Turnier teilzunehmen. Wer sich für die spannenden Wettkämpfe anmelden möchte, kann dies in Kürze in unserer Lobby tun. Ein richtiges Blut der Königin-Turnier. Komm. Blut der Königin-Turnier. Das ist doch ein super Ding für den nächsten Part. Jo. Speichern wir doch mal. Und ich sehe, wir haben auch schon wieder sehr viel Zeit zusammengespielt. Satte 2 Stunden 13 Minuten. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn es ans Blut der Königin-Turnier geht. Und wir in Costa del Sol ankommen werden. Oder auch nicht, ich weiß noch nicht. Wie weit wir es schaffen. Dann bis zum nächsten Mal, eure Dieter Kenshi.